Wie schön wäre es doch, wenn wir nicht mehr fürs Geld arbeiten müssten, sondern das Geld vielmehr für uns arbeitet. Also passives Einkommen während des Schlafens. Das klingt nach einer absoluten Traumvorstellung, ist aber möglich mit Dividenden. Und damit erstmal hallo alle zusammen, mein Name ist Kevin O'Neill und heute geht es darum, was überhaupt Dividenden sind, was denn die Vorteile davon sind und auch gleichzeitig, was denn ein großer Nachteil davon ist. Wenn ihr übrigens neu hier seid auf dem Channel, lasst doch gern ein Abo da und vergesst auch nicht ein Like da zu lassen, denn das hilft dem Channel hier ordentlich beim Wachsen. Zuerst einmal müssen wir aber einmal klären, was denn überhaupt eine Dividende ist. Manche Unternehmen sind in solch einer luxuriösen Position, dass sie sich überlegen, was machen wir eigentlich mit dem ganzen Geld, das wir jetzt verdient haben. Und dann besteht eben die Möglichkeit, das entweder zu investieren, um weiter zu wachsen, das nennt man ein Wachstumsunternehmen, oder aber es besteht die Möglichkeit, das als Dividende auszuschütten. Die Dividende ist also die Ausschüttung eines Unternehmens, mit dem die Aktionäre, also wir, am Jahresgewinn beteiligt werden. Mit einem Wort zusammengefasst ist es also eine Gewinnbeteiligung. Das hat übrigens auch nichts mit der Kursrendite zu tun, das steht nochmal für sich, sondern das nennt man dann Dividendenrendite, die ihr erzielen könnt, wenn ihr euch für eine Dividendenaktie entscheiden solltet. Das kann von 0,1% bis wirklich über 10% sein. Und ich persönlich habe das so, dass ich zum Beispiel mir immer so Dividendenaktien mit einer Dividendenrendite von 3-5% aussuche. Das sehe ich immer als ganz gesund an. Die Dividende wird auch unterschiedlich häufig gezahlt. In Deutschland ist es meistens einmal im Jahr, zum Beispiel bei der Allianz. In Amerika ist es allerdings häufiger. Da ist es meistens quartalsweise, manchmal aber auch sogar monatlich. Einer der berühmtesten Dividendenaktien ist zum Beispiel Coca-Cola. Das ist, glaube ich, für uns alle greifbar und das ist wirklich so, dass ja mit jeder verkauften Cola ein Teil des Gewinns einfach an euch ausgeschüttet wird. Wenn ihr also das nächste Mal seht, wie jemand eine Cola kauft oder wenn ihr selber eine Cola kauft, dann wisst ihr, dass ein ganz kleiner Prozentanteil dieser Cola an euch als Dividende ausgeschüttet wird. Ein anderes wichtiges Beispiel ist zum Beispiel Realty Income. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen anschaulicher, denn das ist ein Immobilien-REIT. Also die haben verschiedene Immobilien. Und stellt euch das so vor, die Kursrendite ist zum Beispiel das Objekt an sich, die Immobilie, die nach 10 Jahren einen höheren Wert hat als heute. Und die Dividendenrendite ist wiederum die Miete, die sie kassieren und weiterhin an den Aktionär, also an uns, ausschütten. Wenn ihr euch jetzt fragt, wann muss ich überhaupt die Aktie besitzen, um eine Dividende ausgeschüttet zu bekommen, kommt der sogenannte Ex-Dividendentag ins Spiel. Ihr müsst nämlich einen Tag vor dem Ex-Dividendentag die Aktie besitzen, um eine Dividende zu bekommen. Wann dieser Ex-Dividendentag ist, kann man auch ganz einfach nachlesen. Manchmal bei Trade Republic an sich oder aber man googelt das einfach und gibt das Unternehmen und Ex-Dividende ein. Wenn ihr jetzt die clevere Idee habt und denkt, ich kaufe einfach die Aktie einen Tag vor dem Ex-Dividendentag und verkaufe sie danach wieder, um die Dividende einzusacken, dann glaubt mir, seid ihr nicht die Ersten. Und da kommt der sogenannte Dividendenabschlag ins Spiel. Das bedeutet, wenn eine Aktie 100 Euro kostet und ihr 3 Euro ausgeschüttet bekommt an Dividende, dann sinkt diese Aktie um 3 Euro. Es ist also nicht mehr 100 Euro wert, sondern 97 Euro. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht das aber meistens ein bisschen anders aus. Manchmal sinkt er sogar noch mehr als 3 Euro. Manchmal sinkt er aber gar nicht so viel und manchmal steigt die Aktie einfach weiter, weil wir gerade so einen Bullenmarkt haben. Man kann es also nicht vorhersehen, aber es bringt einfach nichts, die Aktie einen Tag vorher zu kaufen, nur um die Dividende abzusacken. Wenn ihr euch jedenfalls für die Dividendenstrategie entscheidet, ist es enorm wichtig, das Geld, was ihr durch die Dividenden bekommt, auch zu reinvestieren. Diesen Schneeballeffekt, der Ball, der immer größer wird, das hat auch Warren Buffett verstanden und konnte damit auch hauptsächlich sein Vermögen aufbauen. So zum Beispiel ist es so, wenn ihr mit 100 Euro anfangt und 4% davon Dividende bekommt, dann bekommt ihr logischerweise nach einem Jahr 4 Euro. Diese 4 Euro investiert ihr aber wieder und von 104 Euro sind 4% schon 4,16 Euro. Und so wird das Depot im Laufe der Jahre immer größer. Und wie wichtig dieses Reinvestieren in der Realität ist, sieht man ganz gut an dem Beispiel. Hier haben wir den S&P 500, das ist ein Aktienindex aus den USA mit den 500 größten US-Unternehmen. Und stellen wir uns jetzt hier mal vor, man hätte 1960 10.000 Dollar investiert, dann hätte man 627.000 Dollar gemacht. Das ist schon wirklich eine Stange Geld. Hätte man das Geld, was man durch die Dividenden bekommt, aber reinvestiert, dann hätte sich
sich das Vermögen auf 3,85 Millionen Dollar gesteigert. 84% der Gesamtrendite stammt also aus reinvestierten Dividenden. Und das Beispiel zeigt eigentlich ganz gut, wie wichtig es einfach immer wieder ist, Dividenden zu reinvestieren und was überhaupt Dividenden am Gesamtmarkt ausmachen. Das Wichtigste am Aktienmarkt ist natürlich die Performance, also die Rendite nach einem Jahr oder vielmehr die Durchschnittsrendite nach mehreren Jahren. Schließlich ist es überhaupt erst nach mehreren Jahren wirklich aussagekräftig. Und ich glaube, wir alle wollen eine gute Rendite haben und deswegen ist es jetzt mal wichtig zu klären, wie denn die Rendite überhaupt aussieht bei Dividendenaktien. Viele sind nämlich davon überzeugt, dass Dividendenaktien nicht so gut performen wie der Markt oder aber von Wachstumsaktien im Vergleich. Und wenn man das mal mit Wachstumsaktien wie Tesla oder Nvidia oder aber Amazon vergleicht, ist es natürlich so, dass diese Wachstumsaktien wirklich sehr gut abschneiden. Dagegen kommt man nicht an. Und die Frage ist aber auch vielmehr, hat man wirklich nur solche Wachstumsaktien, die so gut performen im Depot, findet sie von Anfang an und hält sie auch so lange im Depot? Das ist eher unwahrscheinlich und deswegen fokussieren wir uns mal vielmehr auf den S&P 500. Da gibt es nämlich wirklich verschiedenste Studien, die das mal verglichen haben mit Dividendenaktien. Und wenn wir uns jetzt mal den S&P 500 und eben Dividendenaristokraten angucken, auf ein Jahr verglichen, dann sieht man, dass die Performance beim normalen S&P 500 etwas besser war, nämlich bei 33,5% gegen eben 28%. Auf 10 Jahre verglichen, sieht man auch hier wieder, dass der S&P 500 eine bessere Performance hatte mit 14,5% als die Dividendenaristokraten. Das ist übrigens auch ein ETF, den man sich aussuchen kann, mit 13%. Interessanter wird es aber, wenn man diese Vergleiche etwas länger verfolgt. Und da gibt es zum Beispiel eine Studie von Hartford Funds. Die haben sich den S&P 500 von 1973 bis 2020 angeschaut und festgestellt, dass die Aktien mit steigender Dividende eine durchschnittliche jährliche Performance von 13,2% erreicht haben und die Nicht-Dividendenzahler eine Performance von 12,2%. Das ist also eine Differenz von 1%. Eine noch weitreichendere Studie haben Eugene Farmer und Kenneth French vorgenommen. Die haben nämlich die Märkte von 1927 bis 2014 analysiert und festgestellt, dass die Top-Dividendenzahler eine jährliche Rendite von ca. 11,3% erzielt haben und eben die Nicht-Dividendenzahler durchschnittlich nur 8,6%. Und eine Studie finde ich auch noch sehr interessant und zwar ist die von DividendEarner.com. Die haben sich den Zeitraum von 1999 bis 2019 angeschaut, der auch wirklich wichtig ist, weil dieser Zeitraum zwei Crashs und zwei Bullenmärkte beinhaltet. Die haben auch den S&P 500 zu lang gezogen und ihn mal mit den 29 Dividendenkönigen verglichen. Und Dividendenkönige sind Dividendentitel, die 50 oder mehr Jahre ihre Dividende jährlich erhöht haben. In dieser Studie haben sie mal fiktiv 3.000 Dollar im Jahr 1999 angelegt und 20 Jahre lang jährlich inflationsbereinigt 3.000 Dollar jedes Jahr wieder nachgelegt. Und dann haben sie festgestellt, dass nach 20 Jahren die Performance durchschnittlich beim S&P 500 9,2% ist und bei den Dividendenkönigen ganze 11,6%. Und in der Praxis machen diese 2,4% wirklich viel aus. Durch den Zinseszins ist es nämlich so, dass der S&P 500 nach 20 Jahren bei 224.000 Dollar steht und die Dividendenkönige bei ganzen 302.000 Dollar. Ihr seht also durch diese ganzen verschiedenen Studien, je weiter man zurückblickt und je größer der Anlagehorizont ist, desto wahrscheinlicher ist es, vielleicht mit den Dividendentiteln eine bessere Performance zu erzielen, als vielleicht mit dem S&P 500 oder dem normalen Markt. Das Ganze hat auch verschiedene Gründe. So kann zum Beispiel für Wachstumsaktien der Wachstumsmarkt plötzlich gesättigt sein oder neue Konkurrenz kommt auf den Markt, mit denen man vorher nicht gerechnet hätte oder eine komplette Technologiebranche verändert sich. Bei Dividendenaristokraten ist es ja meistens so, dass das Unternehmen sind, die mindestens 25 Jahre, in der Regel schon länger existieren, eine gute Marktposition haben, einen großen Burggraben haben und überhaupt schon eben länger bestehen. Deswegen müssen die auch weniger Konkurrenz fürchten. Und vor allem, was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist der psychologische Effekt. Wir alle wissen, dass Emotionen an der Börse nichts verloren haben. Wir wissen aber auch, dass wir uns da ganz oft selber betrügen und wenn Aktienkurse plötzlich hoch oder runter gehen, wir manchmal auch irrational handeln. So kann es zum Beispiel sein, dass bei einem Crash wir vielleicht Verkäufe machen, die wir eigentlich nicht machen wollten. Gehen wir aber jetzt davon aus, dass wir Dividendenaktien haben, die auch innerhalb eines Crashs weiter bezahlen. Das ist übrigens keine Garantie, dass das so sein muss.
Es kann aber so sein und ist manchmal auch so, dann bekommen wir weiterhin unser Geld und können das wieder in der Crash-Zeit wieder weiter reinvestieren. Es fällt uns also leichter, diese Aktien zu halten, als wenn wir andere Aktien halten, also Wachstumsaktien, die vielleicht um 60% sogar manchmal auch im Wert gesunken sind. Dividendenaktien können aber auch während stagnierender Aktienkurse ganz gut sein. Und da rede ich jetzt nicht nur von ein paar Monaten, sondern wirklich von mehreren Jahren. Beim S&P 500 sehen wir zum Beispiel, dass der Index im Jahr 2000 bei ungefähr 1400 lag. Und das nächste Mal, dass er wirklich bei über 1400 lag, war im Jahre 2012. Ihr hättet diesen ETF oder diese Aktien also 12 Jahre halten müssen, um überhaupt eine positive Performance damit zu erzielen. Diese 12 Jahre werden häufig auch als das verlorene Jahrzehnt betitelt und das auch nicht zu Unrecht. Wenn ihr aber Dividendenaktien gehabt hättet zusätzlich in dieser Zeit, dann hättet ihr in diesen 12 Jahren auch monatlich oder quartalsweise eine Dividende bekommen und hättet so auch eine positive Performance während dieser Zeit gehabt. Da wo viel Licht scheint, gibt es allerdings auch Schatten und so hat auch die Dividendenstrategie einen großen Nachteil, der sich Kapitalertragsteuer nennt. Diese beträgt in Deutschland 25% und die müsst ihr nicht nur auf eure Aktiengewinne, wenn ihr sie verkauft, bezahlen, sondern auch auf eure Dividenden. Und was das ausmacht, können wir uns auch gerne mal angucken. Ich habe zum Beispiel 360 Walgreens Boots Alliance Aktien und am 10.09. habe ich das letzte Mal eine Dividende von denen erhalten und zwar in Höhe von 172 $. Als erstes wurde die Quellensteuer in Amerika abgezogen. Die Quellensteuer in den USA, die beträgt 30%. Damit es allerdings nicht zur Doppelbesteuerung kommt, ist sie auf 15% reduziert. Das kann man bei jedem Broker auch beantragen. Bei Trade Republic geht das Gott sei Dank automatisch. Und dann kommt noch die Kapitalertragsteuer. Beträgt hier allerdings nur 10%, weil es ja angerechnet wird schon auf die Quellensteuer. Und somit kommt man insgesamt auf 25%. Und dann wird der Solidaritätszuschlag noch abgezogen von 80 Cent. Und aus diesen ursprünglichen 145 Euro, die ich ja eigentlich bekomme, habe, wurden nur noch 108 Euro. Ja, das ist dann meine Kaufkraft für die nächsten Aktien und ihr merkt also, 25% davon sind flöten gegangen. Was das in der Praxis ausmacht, möchte ich euch mal in einem Beispiel erzählen. Wenn ihr zum Beispiel 1800 Euro Dividenden bekommt im Jahr, dann sind erstmal 800 Euro steuerfrei. Das nennt man Freistellungsauftrag, könnt ihr euch auch einstellen, habe ich schon mal gezeigt in einem vorherigen Video, wie das funktioniert. Ihr müsst also noch 1000 Euro Gewinn versteuern. 25% davon sind 250 Euro und im Monat macht das ungefähr 21 Euro weniger Kaufkraft. Wenn man das jetzt mal mit dem Zinseszins im Verhältnis sieht, dann sieht man, dass diese 21 Euro im Monat, die ihr versteuern müsst, nach 10 Jahren 3.500 Euro ausmachen und nach 20 Jahren 10.330 Euro, die ihr eben weniger bekommt durch die Dividendenstrategie. Das ist also wirklich der große Nachteil. Allerdings kann es halt auch sein, dass die Rendite im Allgemeinen bei der Dividendenstrategie wieder höher ist. Deswegen muss letztendlich jeder für sich allein wissen, was für ein selbst die beste Strategie ist. Ich habe mein Depot zum Beispiel 50-50 aufgebaut, um mich selber ein bisschen abzusichern. 50% sind also Dividendentitel und die anderen 50% besteht aus Wachstumstitel. So bin ich ein bisschen diversifizierter und profitiere eben sowohl von ruhigeren Marktphasen als auch von Bullenmärkten, wie wir aktuell ja einen haben, bei dem man einfach nicht weiß, wie lang dieser Bullenmarkt noch so aktiv wird. Und das sollten erstmal so alle Informationen sein, die man wissen muss, wenn man sich eben mit der Dividendenstrategie beschäftigt. In einem nächsten Video gehe ich auf meine Top 10 Favoriten Dividendentitel ein und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da und dann sehen wir uns eben im nächsten Video. Macht's gut und euch viel Erfolg beim Investieren.